Die Mephisto Amadeus Haus Indoors, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind um ein Highlight reicher in ihrer bislang 11-jährigen Geschichte. Denn die erste Knockout-Springprüfung in der Salzburg Arena ging gerade zu Ende. Vor einem frenetischen Publikum schoss sie im wahrsten Sinne des Wortes vom Start ins Ziel mit ihren Raminos Boy aus Salzburg, Nicole Rieger. Nicole, du hast Geschichte geschrieben. Die erste Knockout-Springprüfung bei der Mephisto Amadeus Haus Indoors hast du für dich entschieden mit deinem altbewährten Partner Raminos Boy. Du strahlst über das ganze Gesicht, hast einen Gegner nach dem anderen verspeist und dann im Finale noch gegen den pfeilschnellen Markus Sarok die Nase vorne gehabt. Stolz? Ja, sehr. Vor allem, weil es war wirklich schwer trotzdem. Der erste Sprung ist sehr blöd gestanden und das war sehr cool. Jetzt müsst ihr da in diesen Häckselkessel eigentlich öfters noch rein mit dem Pferden. Wie schwierig war es eigentlich von der Auftaktsrunde in die zweite, dritte Runde, da mit dem Pferd im Einklang zu bleiben? Ja, es war natürlich dann schon von Runde zu Runde schwerer geworden, weil sie natürlich gewusst haben, um was es geht. Aber er hat gut mitgetan, so hat es super funktioniert. Ja, jetzt haben wir gesehen, jeder Reiter ist hier so seine eigene Taktik geritten, Simone Coata im Bummeltempo, immer wieder um eine Runde weitergekommen, weil die Gegner einen Fehler gemacht haben. Wie legt man so die Taktik an? Wechselt die Taktik von Gegner zu Gegner? Ja, bei den ersten zwei Gegnern ist es noch gegangen, weil da hat man ungefähr einschätzen können, wie schnell die sind. Aber dann war es schon einfach los. Ja, wenn man dann beim Reiten ist und so auf die letzte Zielgerade kommt und man merkt so den Atem des Gegners im Nacken oder genau an der Seite, wenn die Pferde so Kopf an Kopf auf die letzte Gerade gehen, denkt man da nicht, zieh ihn noch einmal raus oder heißt es Augen zu und durch? Ja, heute war eher das Motto Augen zu und durch und hoffen, dass der Gegner einen Fehler kriegt. Ja, ein Silberpfeil. Schick dich jetzt auf ein Wochenende zur Deutschen Tourenwagenmeisterschaft inklusive Besuch des Fahrerlagers. Du kannst dir das Rennen aussuchen, wo und wann im Jahre 2017. Ein super Preis? Ja, natürlich. Das ist ein super Preis. Ich bin schon sehr gespannt und werde es auf jeden Fall einlösen und mich sehr freuen. Dann wünsche ich mir noch toi 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 für die weiteren Bewerbe. Dankeschön.